So, hole die Yacht des Senators ein. Auf der Yacht des Senators befinden sich wichtige militärische Informationen. Kell und BD1 können diese an sich bringen, wenn es ihnen gelingt, die Yacht vor dem Imperium zu erreichen. So, wir können jetzt auf der Holocard anzeigen. Okay, das ist schon neu. Hauptziel. Aber das haben sie auf jeden Fall ganz cool gemacht, dass die Ebenen jetzt ein bisschen anders dargestellt werden. Mal ein bisschen gucken hier. Ranzoomen, Legende. Auch sehr gut. Okay. Ja, alles klar. So, gucken wir ein bisschen nach links und nach rechts. Ach, komm an. Warte, BD hat was. Warte, dann müssen wir hier schon durch. Ja, was kann man hacken? Warte. Echo wahrnehmen. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Er schießt ihn. So, Deckel zu. Eine Küste. So, was haben wir? Schalter Geduld. Dann können wir jetzt weiter. Alles klar. Ah, das ist jetzt ein bisschen hier an Schaden, oder? Greif die Nase, schnell! Lager von Obdachlosen. Die Unterwelt von Coruscant ist ein gnadenloser Ort, aber auch eine Zuflucht für die Mittellosen und Enteigneten. Schuppen und Lager in den Straßen und Gassen sind keine Seltenheit und zeigen die Ungleichheit, die unter dem Imperium nach wie vor herrscht. Ach, das kennen wir schon aus dem ersten Teil, dass es immer eng, wenn wir irgendwo lang gehen. Holokarte freigeschaltet. Die Holokarte zeigt Kells aktuelle Position und die Position des Hauptziels an. Das Gebiet mit dem Hauptziel wird zudem in Gold hervorgehoben. Gelbe Tore führen zu unerforschten Gebieten, kennen wir. Grüne Elemente zeigen verfügbare Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Du kannst die Farben in Barrierefreiheit-Einstellungen ändern. Nö, total okay, Rot-Grün-Schwäche habe ich nicht. Legende und Sammelobjekte. Die Legende, Dreieck, zeigt Symbole für andere Sehenswürdigkeiten, okay, und Filter an, die ein- und ausgeschaltet werden können. Der Sammelobjekte, Viereck, wird dein Fortschritt für das aktuelle Gebiet angezeigt. Okay. Karte. Da ist die Yacht. Treibt immer noch dahin. Mhm. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Natürlich schaffen wir das, gar keine Frage. Da hast du gar nicht dran zweifeln. Ah, guck mal, da stehen sie schon. Gehen wir nach unserer Schicht ein, Abmess? Klar, ein Spreng und Hafte zum Klettern an der Decke. Ich hab gehört, die machen sie auf Scratch. Das ist neu. Ah, sehr gut. Schön. Was ist mit diesem Nudellauf? Wir müssen zum Überkopfangriff machen hier, oder? Der Senator hat was am Köcheln, was? Ja. So wie immer. Komm. Weg, hier ist nichts. Also ich finde, es spielt sich sehr, sehr flüssig. Ich sehe sie. Stopp, aber ganz kurz, kann ich hier noch hochklettern? Hätte sein können. Ich kann nicht glauben, dass wir eine Zusatzschicht machen müssen. Wie wär's mit einem
schwerste Verbrechen auf den Straßen zurzeit. So, drücke nach rechts, um den Lichtschwertkampfstil zu wechseln. An die Arbeit! Das soll dich von ihm erwischen! Ja! Lass ihn ausbluten! Wird er entkommen? Er weicht sehr schnell aus! Also, wir haben hier die, ne? Du hast sie alle aufgeschaltet! Ja. Nee, keine Kiste. Ach so. Trocken. Ah, links geht's weiter, okay. Okay, das ging glaube ich im ersten Teil nicht so. Da mussten wir mal warten, quasi bis die Waffe überladen war. Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Dich nach unten sehen. Nee, ne? Ernsthaft jetzt? Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Ja. So ein Prioritklumpen. Erkunde weiter in die Galaxis, um diesen Schatz zu entdecken und herauszufinden, für wen er wertvoll ist. Ein Prioritklumpen. Okay. Wunderschön. Oh ja. Geschmäcker sind verschieden, ne? Oder Klumpen hier. Speicherpunkt schon? Nein. Ernsthaft jetzt? Also wohl zurück, ne? Falsche Richtung. So, hier waren wir ja schon mal. Aber wir haben diesen tollen Klumpen. So. Dann ging das hier lang und hier lang. So, die Gegner sind auch nicht weg. Ist hier noch irgendwie was? Nee, hätte ja sein können.
Ich habe mir sowas schon mal im Intro irgendwie gedacht. Wo warst du so lange? Ach, ich habe ein bisschen rumgehangen. Boot? Ein Bruder? Die Boot? Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Danke, Boat. Boat. Dafür bin ich hier, Kestis. Er ist ein Vermittler am Start hier. Als ich das Dock einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha! Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstelle. Funkstelle? Bravo kennt sich aus. Abkürzer? Coop und Liz hatten sicher schon Hunger. Hungrige Klatuinianer. Das wollen wir nicht. Erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das so, als trifft die Crew bei der Yacht. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Wie kriegen wir dich darüber? Also, das hat nicht geklappt. Kannst du diese Kiste zerlegen? Versuchen kann ich. Dieses Jetpack ist praktisch. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich will auch so ein Ding haben. Wer hat dir beigebracht, dich so zu bewegen? Tja. Mein Meister. Nach jedem Sturm hat mich wieder auf die Füße gestellt. Klingt für mich wie ein guter Lehrer. Sturmtruppler-Patrouille. Die Suche nach uns. Warte, hier ist noch was. Da glitzert was. Was gefunden? Prioritklumpen. Brauche ich den Händler gegen eine Belohnung einzutauschen. Okay. Jetpack. So, Simsalabim, und wir haben Crewskin-Lackierer. Ist ja keine Werkbank, wo wir es gleich benutzen können? Nee, ne? Okay. Ach ja, eins, okay, das ist neu. Schon dabei, Kestis. So, da haben wir ein Seil. Das sieht echt krass aus, ne? Eimerköpfe unter uns. Eimerköpfe. Können sie nicht umgehen. Ja. Dann eben mittendurch. Bereit, wenn du es bist. Für dich. Wir haben einen Kampf vor uns. Bereit. Hallo Leute, sucht ihr nach uns? Ich halte dir den Rücken frei. Tut mir leid, wenn du mit mir spielst, ist das Spiel von Anfang an manipuliert. Truppler im Anmarsch. Sollten sie überraschen. Klar, auf dein Signal. So, heute E1, drücke dann Viereck, um Boot zu bitten, einen anvisierten Gegner anzugreifen, okay? Jetzt! Hab ich! Ernsthaft? Noch mehr von euch?
Okay, du kannst kämpfen. Ja, du auch. Ich kann keine Binärsprache, aber ich verstehe dich, BD. Gruppenaktion. Ja, versuchen wir es, Dalan. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Speicherpunkt. Da können wir noch was machen hier. Scannen. Örtliches Verzeichnis. Verzeichnisse helfen dabei, den Warenfluss auf dem Planeten zu organisieren und zu visualisieren. Die imperiale Expansion hat derzeit deutliche Auswirkungen auf das Importgeschäft, was zu allgemeiner Knappheit in der gesamten Unterwelt von Kruskin führt. Speicherpunkt. Kurz gucken wir den Fähigkeitspunkt. Renovierungsstätte. Kampfstile. Warte. Fähigkeiten. Ah, verfügbare Fähigkeiten 0. Lol. Nicht gesehen. Okay. Da dann. So, baut hier weiter hoch oder was? Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Coruscant hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Heute ist es schon gefährlich, nur draußen zu sein. Ja, lass mich mal ein bisschen gucken hier. Dein Jetpack hier ab. Was für ein Scheiß. Apropos Ärger, wir sollten der Patrouille ausweichen. In Ordnung. Wirf mir einen Stim zu, BD. So, Dizzy's Nudeln. Dizzy's Nudeln ist eine beliebte Imbisskette in der Unterwelt von Coruscant. Es gibt kaum gute Gründe, sich auf die unteren Innen zu wagen, aber alle sind der Ansicht, dass Dizzy's einer davon ist. Okay, Dizzy's Nudeln. Hab einige Gegner gesichtet. Ja, wo? Ich krieg dich! Roger! Ich hasse Suchtdroiden. Geht mir genauso. Ein bisschen Hilfe, Kumpel. Gute Unterstützung. Nein, es soll irgendeinen Notfall auf Ebene 2034 geben. Geiler Notfall. Sie sagen, es könnten Terroristen gewesen sein. Wieso, ist es eine koordinierte Attacke? Schwer zu sagen. Würde mich nicht überraschen, wenn sie uns aufholen. Ja, der Kiki ist längst weg und die Zentrale sagt, die Yacht des Senators ist sicher. So, drücke L3, R3, um Gegner rund und kehrt zu verlangsamen. Kein Punkt, sehr gut. Jetzt müssen wir wohl kämpfen. Das war dein letzter Fehler. Das wird Ihnen nicht gefallen.
Du bist noch nicht erledigt. Alle zu tun. Los, los. Ich brauche eine Sekunde. Bereit für mehr? Ich denke, BD möchte, dass du das Ding umwirfst. Erhalte ich jetzt Befehle von einem Droiden? Der Imperator hat den Jedi-Tempel zu seinem Palast gemacht. Ja, das kann das Imperium am besten. Nimm etwas, was du liebst, und mach daraus etwas, dessen Anblick du nicht mehr ertragen kannst. Wie lange hast du mit Saw Gerrera gearbeitet? Nicht lange. Ein paar Jobs hier und da. Du hast ihn offenbar schwer beeindruckt. Das ist nicht einfach. Ich beherrsche meinen Job, ich stelle keine falschen Fragen. Diese Kombination öffnet viele Türen. Mit dem Kran dort könnten wir über die Brücke kommen. Wir setzen die Werkzeuge des Imperiums gegen dich. Jedi hier? Unterstreicht dann richtig? Angeblich hat es einen Attentatsversuch gegeben. Jemand hatte es auf den Senator abgesehen? Mutig gegen Station vorzugehen. Ja, ich habe gehört, seine Feinde enden als Dobodog. So, Abkürzung. Sie wollen zu uns. Ich denke, du solltest dich einfach ergeben. Feuer frei! Ja! Es bräuchte ich Verstärkung, um dich zu erledigen. Hast du Angst vor einem Treffer? Netter Fund. Hybridklumpen. So. So, reißender Magnet, oder? Was haben wir hier noch? Maximale Macht erhöht sich. Nö, machen wir es nicht. Wir machen erstmal hier, genau, reißender Magnet. Zack. Genau, so, zurück. Zurück. Runde ausruhen. Und gespeichert.